Oh, hallihallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen kleinen Baufolge. Nachdem wir in der letzten Folge festgestellt haben, dass der Heiler-Robby, den wir uns hier so zusammengeschraubt haben, vielleicht doch nicht ganz so geil funktioniert, wie wir es gerne hätten, müssen wir uns jetzt mal was überlegen, wie wir das ein bisschen fixiert kriegen alles. Ja. Ich habe gerade eine lustige... Hör auf, mir so eine merkwürdige Fehlermeldung zu geben. Ich möchte doch nur bitte schön meinen Roboter gerade auseinanderbauen. Jetzt komme ich nicht hier mit unable to save your robot because of the website is not available at the moment. Hihi. Bin mal gespannt, jetzt brauche ich mir den richtig geilsten Roboter von der ganzen Welt zusammen und dann lade ich morgen neu oder so und auf einmal ist er wieder, ja, weg. Das wird wahrscheinlich genau so passieren. Ja, so wird's sein. Da kann man aber nichts dran machen, das muss einfach so. Das ist auch kein Bug oder so, das ist einfach ein Feature. Ja, ich versuche gerade auch das Spiel zu starten und You must have a pilot seat on your robot. Press Q to select one from your inventory. What about leck mich um Arsch? Es tut's nicht. Das könnte jetzt natürlich auf die eine oder andere Art eventuell einen kleinen Konflikt auslösen mit meinem Vorhaben bezüglich Baufolge, was ich jetzt hier gerade am tun und am machen bin. Wie wär's denn, wenn du in den Keller gehst, mal die Legosteine rausholst und das Ding schon mal vorplanst anhand von ein paar Legosteinen? Klar, weil Legosteine auch für gewöhnlich halt total gut mit Schweben und so funktionieren. Also, damals hallo, bisschen kindliche Fantasie. Ja, die ist bei mir schon seit ein paar Jahren weg. Da hast du eine positive Eigenschaft eines Kindes aber leider verloren. Okay, jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Also jetzt mal ganz ohne Scheiß. Welches Kind von heute hat denn bitte schön noch Fantasie? Also es gibt auch noch Kinder, die haben Fantasie. Wo? Bevor sie anfangen, lernen, einen Computer zu bedienen... ein Smartphone enthalten. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das Smartphone ist da, glaube ich, sogar noch mehr der... Naja. Ja, wobei, eigentlich nicht. Eigentlich ist es nur die blöde Glotze. 1, 2, 3, 4, an und für sich ist es ja alles richtig, aber naja. Das war halt damals mal so. Nach dem Krieg, weißt du? 1, 2, 3, 4, ich kann schon mal toll zählen, das habe ich damals auch gelernt in Kalkutta. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Das wird total groß 6. Und total scheiße, aber es ist meins. Und folglich mag ich das. Geht dir das nicht auch so? Nein, es ist meins. Tobi, hast du mir doch letztens auch gesagt so. Die Ela, die ist eigentlich total groß und total scheiße, aber die ist meins, deswegen mag ich die. Was soll ich gesagt haben? Ach, ich habe das auch genau gehört. Meinst du, ich habe mich da verhört? Nein, ich glaube. Das würde ich so nie formulieren. Dann gib mir doch bitte mal deine Formulierung davon. Tut mir leid, fein hört mit, also. Tobi? Kennst du diese Blicke kurz bevor es wehtut? Ja, die kenne ich. Die kenne ich, ja. Verstehst du, was ich jetzt für ein Problem habe? Hui, wie toll. Jetzt wird hier im Chat auch schon wieder mit Hashtag Freiheit rumgespammt. Das ist ja ganz toll. Nicht mal hier hat man seine Ruhe. Das ist doch total asymmetrisch, was ich hier gebaut habe. Ela, wieso stimmt das nicht, was ich hier gemacht habe? Ach ja. Das Leben ist so schön. Bist du noch da? Du bist so leise. Ja, ich bin noch da. Ich musste gerade was schreiben. Bist du nicht mehr am Bauen? Doch, ich bin noch total am Bauen. Ich überlege mir ja gerade nur ein Grundkonstrukt. Also ich empfehle immer mit ein paar viereckigen Blöcken anzufangen. Das macht es immer deutlich einfacher. Ach, vier, nicht die runden?
Nee, nee, nimm die viereckigen. Ah, Also auch nicht die super. dreieckigen. Das ist doof. Also ich würde schon bei rund bleiben. Was denn jetzt? Gerade eckig, jetzt rund. Entscheid dich mal. Ja, nicht die eckigen, die runden. Die rundeneckigen. Kannst du auch nehmen. Wo gibt's die? Boah, weiß ich nicht. Ja, was denn jetzt? Was weißt du denn? Am Lenker-Circle. Das Circle? Mir ist nichts Dümmeres eingefallen. Tut mir leid. Oh, immer das Gleiche mit dir. Warte mal, was war besser jetzt für den höheren, für die höheren Schilde? Ungerade? Oder, also, im Prinzip drei Blöcke mittig oder zwei Das kommt Blöcke darauf an, mittig? welche Schilde du nutzen willst. Ja, nee. Komm, ja, nee. Nee. T6 oder T7? Ich hab doch keine Ahnung. Ich hab doch keine T7 da. Bin froh, dass ich Also, T6 für hab. T6 musst du gerade bauen. Also. Für T7 eine ungerade. Okay. Also ist alles egal, weil ich weiß noch nicht genau, was es werden soll. Ja, das wird schon, das wird schon, das wird schon. Hey, ich bin hier schon Hauptsache, es wird sechs Minuten schön. dran und habe im Moment 12 rote Blöcke auf dem Boden als Einzelpunkte und sechs in der Mitte liegen als Ich Riegel. hab dir gesagt, du sollst das vorher mit Legosteinen planen. Ich habe aber Aber leider ich nein, habe du leider solltest wieder keine nicht auf mich roten hören. Würfel-Legosteine. Meine haben alle Noppen. Ja, aber du musst die auch verbinden. Die kleben ja nicht wie Gott gegeben hier in dem Spiel aneinander. Doch. Doch? Du hast immer Ja. eine Tube Sekundenkleber beim Lego-Spiel dabei, oder was? Ja. Ach so. Darum ist dein Gehirn so benebelt. Jetzt verstehe ich das. Ja, das halt, riecht aber toll. 1, 2, 3, blub. 1, 2, 3. Ach, nein, liebe Kinder, das bleibt nicht so. Das war vorher schon kaputt. So. Alter Falter. Wo kommt denn der ganze Mist her, den ich den ganzen Tag vor mir gebe? Weißt du das? Bist du Weiß daran ich auch nicht. schuld? Also ich befürchte halt immer noch an dem Sekundenkleber jetzt in deiner Kindheit, aber. Wieso Kindheit? Hast du keine Kindheit? Hast du die übersprungen? Ja, ich musste sehr schnell erwachsen werden. Hm. Im Alter von 25 Jahren wurde ich schon dazu gedrängt, mich selbstständig zu ernähren. Und auf Klo zu gehen, also ich durfte keine Windeln mehr tragen. Da knusper ich halt tatsächlich immer noch ein bisschen dran, ne? Also ist ja vielleicht auch Ja, ein bisschen verständlich, ich ne? verstehe, aber was belastest du mich damit? Ist dein Problem. Also das hätte ich ja jetzt nicht von dir erwartet. Also so eine ignorante Haltung, also vielleicht hätte ich jetzt vielleicht von Ela, aber nicht von dir, ne? Also. Lass doch mal diese Ela aus dem Spiel. Echt, wer ist das überhaupt? Wer ist das überhaupt? Ach ja. Ich glaube, ich habe jetzt eine relativ tolle Sache gefunden, die ich hier machen möchte. Ja, du hast jetzt den perfekten den Roboter gefunden. Alter, du lass dich schimmelig, wenn du das siehst hier. Ich baue mir einen Mist zusammen. Sollst du nicht machen. Mann, Ach, oh Mann. so wird das nichts mit dir. Doch, doch, ich bin schon sehr weit fortgeschritten. Ich muss nur noch überlegen, wie ich das jetzt tatsächlich in die Tat umsetze. Also, du hast einen Plan geschmiedet. Das ist nicht nur ein Plan, das ist schon fast ein Meisterwerk. Ein Meisterwerk nur durch mein Gedankenkonstrukt entstanden. Ja, ich habe gerade irgendwie im Hals. Was meinst du? Keine Ahnung. Was denn hier gerade im Chat für eine lustige Aktion? Ich kann das gerade nicht lesen. Ja. Ja? Ich glaube, da müssen wir mal eine Tüte Intelligenz. Oh, jetzt muss ich niesen. Moment mal. Hihihi. Ja, der kann aber leise niesen, der gute Mann. Ja, Faszinierend. flüsterleise, hast du fast nicht gehört. Ich kaufe mir jetzt nochmal eben schnell acht von diesen Triebwerken, die kosten ja nur, acht Stück kosten ja nur 2000, so ist das niedlich.
Dann, oh, hoffe sie. Ha? Jetzt und komm, lass es raus. Nein, er lässt es nicht raus. Na, es kitzelt, aber ich komme halt nicht großartig vorwärts. Aber du kommst nicht dran. Du kennst ja das, was ganz tief kribbelt? Wenn es ganz tief kribbelt? Nein. Der Sekt, der so, ach nee, das Bier, das so schön hat, gekribbelt in meine Bauchnabel? Aber das hat so schön gekribbelt. Auch Jacqueline. Jacqueline. So, warte mal. Jetzt, wie kommen wir jetzt da vernünftig weiter? Also die Blöcke kann ich schon mal wegnehmen. Die sind jetzt überflüssig. Das waren ja nur Assistenzpünktchen. Ne? Also die guten. Ach so. Ja, erkennst du die nicht, die Assistenz? Der Assistenzpünktchen. Ja, das scheiß grüne Tanne Gesundheitstee. Gesundheitstee, sag ich schon, dabei heißt doch eigentlich Beruhigungstee. Jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich hier ein bisschen Hartware dran geklebt kriege. Und am besten geht das wahrscheinlich so, oder? Wahrscheinlich. Nee, dann sagt mir nachher einer, das wäre ein Hakenkreuz und tatsächlich. Dann mach's andersherum. Wie rum ist denn das? Ich habe die Öffnung jetzt nach rechts. Ist falsch rum, ne? Also ist akzeptabel, ja. Ne? Nee, muss links rum. Es handelt sich jetzt aber auch tatsächlich wirklich nur um die T3-Schilde, die ich so anordnen will, aber trotzdem kann irgendeiner wieder auf diese verquerende Idee kommen. Ja, die Geschichte lässt einen manchen Sachen nicht los. Ja, man kennt es ja. So. Nein! Ich frage mich auch, wo immer noch dieses verdammt große Problem ist, mein Gott. Ich meine, was hab ich damit zu tun, bitteschön? Weiß ich auch nicht. Du hast in deinem Pass etwas drinstehen, da steht Deutscher drauf und schon. Habe ich quasi die Arschkarte. Was das anbetrifft, ja. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich einfach so hübsch bin, ne? Das ist jetzt halt wirklich nur. Ist einfach so. Nimm es als gegeben hin und dann. Ja, ich muss ja wohl, ne? Mir bleibt ja auch nichts anderes übrig irgendwo. Ja, du musst damit leben. Ja, aber auf jeden Fall, du bist Deutschland, ne? Ja. So, jetzt habe ich leider keine Blöcke mehr. Ich müsste mir jetzt noch ein paar kaufen. Soll ich das denn machen? Meinst du, das lohnt sich? Eigentlich ja, oder? Ach, du kannst nie genug Blöcke haben. Also mir fehlen immer Blöcke. Also egal. Blöcke fehlen immer. Ja, vor allen Dingen, ich finde diese schönen Routen so toll. Da kann man so schöne Sachen mit rausmachen. Mit rausmachen vor allen Dingen. Boah, Gott. Ich auch. Deutscher. Diese roten T8-Blöcke, die finde ich ganz faszinierend. Nee, ich rede von den T5-Blöcken tatsächlich. Ach, da habe ich ja noch nicht mal. Ach, sag nicht sowas. Ja, nee, ich habe nicht mal T7 da. Habe ich dich jetzt vielleicht ein bisschen erschreckt oder sowas? Ja, wird mal Zeit, dass du mehr spielst. Ja, wann soll ich das denn bitte schön machen, Mäuschen? Also, ne, ich habe ja auch noch andere Hobbys. Ja. Mal nicht so oft auf dem Mäuschen und dann klappt das auch mit dem Robokraftspiel. Ja, nicht so oft auf dem Mäuschen, sagt er. Ja, bitte? Also, du bist zum Komiker geboren. Also, hör mal. Wenn ich ein gutes Gedächtnis hätte, würde ich mich vielleicht ans letzte Mal erinnern. Also. Naja, jetzt tut er wieder so. Ja, also ganz unscheiß, wann hast du das letzte Mal Mausespeck gegessen? Es war diesen Sommer sogar. Ja? Ja. Aber auf einem Feuer oder ja, oder auf einem Lagerfeuer. Aber jetzt nicht bei uns, ne? Nein. Dazu gab's Matsch am Paddel. Was für ein Zeug? Stockbrot. Ah, okay. Schöner Name, Matsch am Paddel für Stockbrot. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, ist immer, dann, wenn es mir nicht so gelungen ist, dann ist das Matsch am Paddel und nichts anderes. Ja, aber das schwarz und stinkt. Ja. Aber dafür fallen mir jetzt nicht so schöne Synonyme ein. Ach, schön. Außer du müsstest jetzt gleich wieder nochmal das Video hervorkramen und dann das mit einem Piep. Ah, ja, okay. Hinterlegen. Könnte ich machen.
Habe ich, hab ich aber keine Lust zu. Tatsächlich. Nee, gut, wir sind auch schon wieder bei 15 Minuten angekommen. Ich habe hier ein bisschen rumgebaut. Es ist schön rot, es hat 4 Arme und es hat 16 Triebwerke. Vielleicht funktioniert es ja dann gleich mal irgendwann. Mal schauen. Wir werden sehen. Ich werde in der nächsten Folge vielleicht weiterbauen. Vielleicht ist es dann auch schon fertig. Wir starten direkt in die nächste Runde. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Die Zukunft wird es zeigen. Ich wünsche auf jeden Fall eine wunderschöne gute Nacht vor allen Dingen, weil das Video um 12.30 Uhr rauskommt. Und hoffe, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge von Robert Kraft wieder. Und immer dran denken, grüß mir die Hannelore. Bis denn. Tschüss.